Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau, heute aus dem Künzelsauer Stadtmuseum. Und da könnt ihr die Winterbräuche aus Mazerli bewundern. Wir haben unsere Freunde zu Gast, die diese schöne Ausstellung für euch vorbereitet haben. Und diese Ausstellung startet ganz offiziell morgen und immer mittwochs bis sonntags ist sie für euch geöffnet. Also kommt doch gerne vorbei und schaut euch nicht nur diesen schönen Weihnachtstisch an, sondern auch die Krippen, die sehr bemerkenswert sind. Und dann auch im Hinblick auf Weihnachten wollen wir wieder gemeinsam Päckchen packen für den Weihnachtspäckchen-Konvoi. Und zwar könnt ihr eure Päckchen abgeben bis zum 17. November. Und dann werden sie eingesammelt und machen sich auf die Reise, sodass sie rechtzeitig zu Weihnachten dann vor Ort sind. Und auch die Tafel bittet wieder um eure Spenden. Und zwar in der nächsten Woche geht's los, nur eine Woche. Und wenn ihr auch sonst zum Beispiel Nudeln oder Hygieneartikel habt, dann könnt ihr diese auch selbst natürlich im Tafelladen abgeben. Die freuen sich nicht nur nächste Woche über eure Spende. Und wenn ihr noch Kommunalpolitik wollt, dann kommt doch am Mittwoch vorbei. Da ist Gemeinderatssitzung bei uns im Rathaus. Viele Themen stehen an und wollen beraten werden. Und vielleicht wollt ihr euch mal ein Bild machen, weil die Kommunalwahl steht ja 2024 an. Vielleicht wäre ja auch das Thema Gemeinderat oder Gemeinderätin etwas für euch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Zeigt also gerne Interesse. Und am gleichen Abend startet auch die Kühn Nightlife. Die ist diesmal nicht im Rathausfoyer, weil da haben wir ja Gemeinderatssitzung oben drüber, sondern im kleinen Saal der Stadthalle. Da spielen die Tets. Und insofern wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns im Künzelsauer Stadtmuseum.